Tag auch, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dem Re-Upload der heutigen Reaction, die wir gemacht haben. Wir sprechen über Eswatini, ein Thema, was ja wirklich sehr, sehr wenig Behandlung sowohl innerhalb der Linken als auch allgemein in der Debatte erfährt. Und ja, war sehr, sehr spannend, oder? Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht auch, sei euch direkt nochmal ans Herz gelegt, wir haben tatsächlich einmal über Eswatini in unserer Folge 102, das meine ich, über Monarchismus gesprochen, ja, genau. und man muss aber auch dazu sagen, auch wenn, wie wir finden, die Dokumentation heute von Arte sehr gelungen ist und wirklich sehr eindrücklich den Befreiungskampf des eswatinischen Volkes darstellt und der antimonarchistischen Opposition, hat es auch wirklich einige sehr verstörende und stark emotionale Szenen. Also auch wenn wir die Dokumentation nur empfehlen können, da sei man am Anfang einmal vorgewarnt. Dennoch viel Spaß mit dem Ganzen. Glück auf. Glück auf. Wir schauen heute was zu Eswatini. Also wirklich nochmal was ganz Spezielles, wo ich auch sehr wenig Ahnung drüber habe, muss ich sagen. Ja, ich bin auch kein Eswatini-Experte. Okay. Ich kannte das immer so als einen von den beiden Staaten, die irgendwie so in Südafrika drin liegen. Mhm. Das ist, glaube ich, was man vielleicht mal von Weltkarten so gesehen hat. Wobei Eswatini, soweit ich weiß, gar nicht in Südafrika ganz drin liegt. Das ist, glaube ich, Lesotho. Und Eswatini ist zum Teil in Südafrika drin und grenzt dann an Mosambik. Okay. Aber es ist auch einer von diesen beiden Staaten, die, glaube ich, auch in so einer recht hügeligen Landschaft liegen. Ja, und Nightmare, du hast gelesen, für Disco Elysium, jetzt für Twitch oder so, Abstimmungsplugin. Ist das dann dafür, dass man gemeinsam abstimmt, was für eine Dialogoption gewählt werden soll? Das muss ich nur mal reinschreiben, das interessiert mich jetzt. Ja, wir haben, also tatsächlich habe ich auch schon Vorbereitungen dafür getroffen, dass wir hier mal zocken können. Also das war ja einer eurer Wünsche auch und auch von uns eine Idee, dass wir hier ab und zu auch mal streamen, wie wir zocken. Und da habe ich eigentlich so einen großen Teil der Vorbereitung schon abgeschlossen. Ist also was wir irgendwann mal die nächsten Wochen umsetzen können, wenn wir zeitlich dazu kommen. Ist ja auch mal eine Abwechslung zu Eswatini. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt den Mittwochs-Livestream damit ersetzen. Ich glaube halt eher, dass wir das dann halt nochmal so zusätzlich machen, wenn wir Zeit und Bock dran haben. Oder wenn wir nicht wissen, was wir Mittwochs machen sollen. Aber das wird wahrscheinlich ein größeres Projekt, ja. Ja. Aber jetzt erstmal Eswatini. Also, genau, ich habe einfach uns... Also wir haben jetzt halt, weil ja auch der erste PC, den ich hier hatte, halt gemuckt hat, habe ich halt, ich habe jetzt halt quasi so ein Dual-PC-Setup gebaut, womit man dann halt auf dem einen PC halt zockt und dem anderen läuft halt der Stream. Und ja, wir haben jetzt noch nicht darüber geredet, was wir spielen, aber wir spielen normalerweise... Stimmt, das war ja die Idee, dass wir dann... beide zusammenspielen, ne, und von dem einen gestreamt wird. Ja, normalerweise spielen wir Apex Legends. Genau. Und wir spielen das auch oft zu dritt mit noch eine Genossin zusammen und ja, das wird dann, denke ich, ziemlich lustig. Ja, vielleicht kann man sich auch irgendwas, kann man auch schauen, ne, ob man irgendwas raussucht, was besonders streamfreundlich ist. Ja, vielleicht ja Disco Elysium tatsächlich, das ist ja einer deiner Lieblingsspiele und ich habe es halt noch nie gespielt. Es wäre halt schon sehr witzig, wenn wir das halt zusammen zocken würden. Das ist ja natürlich auch eine Singleplayer-Erfahrung, ne? Klar, ja, dann da würden wir dann hier zusammensitzen. Genau. So, das, man kann ja auch beides parallel machen, so. Aber wenn wir halt dann Multiplayer zusammenspielen, dann würde es halt wahrscheinlich so sein, dass ich hier sitze und man mich halt sieht und Joshua hört man halt nur. Ja. Ach, das wäre aber auch was. Irgendwann müsste man noch mal gucken, ob es noch möglich ist, mal andere auch dazu zu bekommen. Dann was könnte denn? Man so ein linkes Twitch und YouTube Deutschland Battle in Spielen hinbekommen. Das wäre doch
Das wäre doch geil. Müssen wir erstmal selber anfangen, dass es halt bei uns läuft mit Gaming-Streams. Haben wir noch nie gemacht. So ein schönes 3 gegen 3 irgendwie bei Rainbow Six Siege oder so. Das sind so kleineren Teams. Ja, ja, klar, das wäre mega witzig. Wir beide, wen können wir noch für uns gewinnen? Mit Anarchie und Cello gegen. Nächste links und 99 zu 1 oder so. Ja, genau. Ich dachte jetzt 99 zu 1 und Peter Decker, aber das geht natürlich auch. Ja, ich meine, 99 zu 1 als anarcho-kommunistischer Podcast wäre bestimmt dabei. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, das ist ja noch Zukunftsmusik. Da gucken wir die nächsten Wochen mal, was da kommt. Aber da könnt ihr euch auf jeden Fall schon ein bisschen drauf freuen. Ich glaube, das wird auch echt witzig. Und das ist ja mal eine Abwechslung, weil wir es einfach tatsächlich noch nie gemacht haben. Und starten wir mal rein. Genau. Sodale. Ich denke, es wird wieder mal eine Reportage, wo wir jetzt nicht furchtbar viel kommentieren. Das ist so meine Annahme, also dass wir auch viel laufen lassen, weil es ja eine RE-Reportage, glaube ich, wieder ist. Und dadurch auch einfach, ja, die sind ja auch häufig atmosphärisch auch oft. Aber mal gucken, wie es läuft. Wollen wir noch irgendwas vorweg zu Eswatini sagen? Oder vielleicht macht die Reportage das ja auch selbst. Heute reise ich zurück nach Hause. Morgen ist nämlich ein ganz besonderer Tag. Es ist der Geburtstag meines Mannes. Die Jungs freuen sich auf Papas Geburtstag. Auf Kuchen, die Familie, Freunde. Dass sie wieder daheim sind. Einfach wieder daheim. Zu Hause werde ich verfolgt. Daheim in Swasiland werde ich ständig überwacht. Das ist unerträglich. Dieser wundervolle Ort, den ich mein Zuhause nenne, ist heute ein Ort voller Schmerz. Aus Sicherheitsgründen lebt Tanele Maseko seit dem Tod ihres Mannes vor einem Jahr eigentlich im Exil. Tulani, ein Anwalt für Menschenrechte, war der schärfste Gegner der Monarchie in Swasiland, dem heutigen Eswatini. Wenn ich hier sitze mit, wissen Sie, und zurückdenke an alles, was war, an all die gemeinsamen Kämpfe, unsere Liebe war so echt, war so rein. Er war eben ein selbstloser Führer. Wenn man mal Probleme hatte, hat er gerne geholfen. Selbst wenn er müde war, erschöpft von seinen vielen Einsätzen als Anwalt, als Wahlbeobachter. Er war ein ganz besonderer Mann. Ich bin sicher, eines Tages wird Swasiland eine Demokratie sein. Trotz all der Einschüchterungen, trotz all der Ausgrenzungen, trotz allem, wir werden weiterkämpfen. Gesegnet seist du, Maseko. Du und deine Vorfahren. Ich war schon eine ganze Weile nicht mehr hier. Er saß da. Er war einfach. Er hat nichts gesehen. Weil, als ich bemerkte, was los war, konnte ich nicht mal mehr schreien. Achtung, Schatz, oder sowas. Der Schütze hatte mich schon gesehen. Und Tulani ist so zusammengebrochen. Und er ist einfach
Und sein Gehirn lag überall verspritzt, weil der Schuss hier reinging und da wieder raus. Ich habe um Hilfe gerufen. Den zweiten Schuss habe ich gar nicht gesehen. Was Ich denke, es war der König. Dahinter steckt sicher der König. Er war tief gekränkt, weil Tulani für die Demokratie in Swasiland gekämpft hat. Das hatte er am Tag des Mordes noch öffentlich gesagt. Es gibt Hinweise. Er hat selbst gesagt, ich habe Leute, die knöpfen sich jeden vor, der mich kritisiert. Jeden, der nach sogenannter Demokratie strebt, dafür habe ich Leute. Die knöpfen sich euch vor. Politische Parteien sind in Swasiland verboten. Aktivisten werden verprügelt, bedrängt, ins Gefängnis geworfen, ins Exil gezwungen. So ist das hier. Wer in Swasiland den Mund aufmacht, für seine Rechte in Swasiland einsteht, gilt entweder als Unruhestifter oder als Terrorist. Und ich werde für Tulani kämpfen. Bis zum letzten Tag meines Lebens. Er hat nichts Falsches getan. Er hat einfach nur für das Gute gekämpft. Die Ermordung des Menschenrechtsanwalts Tulani Maseko, des pazifistischen Streiters für die Demokratie, ist eine Wende in der Geschichte des Landes. Oh Mann, harter Start. Boah, ja. Also, wie sie das so beschrieben hat, das war wirklich heftig, fand ich. Ja, vor allem bei so einer kurzen Dokumentation. Jetzt ist das so viel Zeit davon einem, das schafft natürlich sehr, sehr eindrückliches Bild von der Repression in dem Land. Kannst du den? Nee, also was man vielleicht dazu sagen kann, dass mit dem Land hatte ich mich ein bisschen beschäftigt im Zuge von unserer Folge damals. Ich glaube, das war die 102 über Monarchismus. Mhm. Hatte ich mich noch ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil als wir uns ein bisschen angeschaut haben, was für unterschiedliche monarchistische Herrschaftssysteme gibt es noch, da war das mit Eswatini halt also ein bisschen bei mir dann auch in den Fokus gerückt, weil es gerade während die Folge veröffentlicht wurde, auch diese großen Proteste nochmal gab. Oder ich glaube, das war so das Ende von dieser großen Protestwelle gegen den König. Und dementsprechend war es natürlich recht interessant, weil es das dann auch nochmal so in Kontext gegeben hat von der Kampf zur Befreiung von Monarchie ist noch nicht abgeschlossen. Und gleichzeitig Eswatini ja auch, oder sie sagt ja immer Swasiland, ist ja der alte Name, der glaube ich 2018 abgelöst wurde und durch Eswatini ersetzt wurde, was ja auch aus der kolonialen Vergangenheit stammt. Und das ist ja die letzte absolute Monarchie Afrikas. Mhm. Generell eine der letzten absoluten Monarchien der Welt. Und dementsprechend ist das halt einfach nochmal sehr besonders, weil es da ja auch wirklich so ist, dass der König in allen politischen Fragen ein Vetorecht hat, von dem er auch Gebrauch macht. Mhm. Sehr, sehr enge Verknüpfung in die Wirtschaft hat, die zu einem guten Teil auch von ihm oder seiner Familie kontrolliert wird und es dadurch halt eine wirklich weltweit wenig vergleichbare Konzentration von Wohlstand und politischer Macht eben auf eine Familie gibt. Mhm. Aber den Namen von ihm, also ihn jetzt auch als Führer der Opposition, hatte ich nicht stark mitbekommen. Ich hatte mir so vereinzelte Sachen eben von Leuten durchgelesen und glaube ich auch nochmal empfohlen, es gab auch eine gute Doku zu eben über Oppositionelle in Eswatini. Mhm.
tatsächlich mit der Opposition beschäftigt, habe ich mich auch, aber da eben eher mit den Organisationen, die da drin tätig sind. Ja, kannst du gerne auch gleich nochmal was dazu erzählen, wenn wir ein bisschen weiter voranschreiten. Ja, dann werden wir sicherlich auch nochmal auf die Proteste kommen. Eswatini, bis 2018 offiziell Swasiland, ist die letzte absolute Monarchie Afrikas. Das kleine Land mit 1 Million Einwohnern an der Grenze zu Südafrika und Mosambik wird seit 38 Jahren regiert von Mswati III. Die Vielfalt seiner majestätischen, friedlichen Landschaften ist tief beeindruckend für Touristen. Doch 70% der Menschen leben unterhalb der Armutsgrenze. Die AIDS-Rate liegt bei nahezu 30% und die Lebenserwartung bei unter 55 Jahren. Das Königreich ist in desolatem Zustand. Während der König alle Reichtümer des Landes plündert, verarmen die Menschen weiter. 2021 kommt es zu friedlichen Demonstrationen. Bei der gewaltsamen Niederschlagung sterben 100 Menschen, über 700 werden verletzt. Der Monarch sendet seinen Untertanen eine knallharte Botschaft. Seither wird jegliche Kritik erstickt und Gegner systematisch verfolgt. Die Bevölkerung lebt in Angst vor dem König. Nur ein Verein im Land wagt es, sich um die Überlebenden zu kümmern und um jene, die einen Angehörigen verloren haben, Swavisa. Trotz des hohen Risikos für sie reden sie zum ersten Mal vor der Kamera. Ich weiß bis heute nicht, warum die mich erschießen wollten. Ich war unterwegs, dachte an nichts Böses, hatte nichts dabei, was gezeigt hätte, dass ich mich prügeln will oder irgendetwas fordere. Ich entfernte mich nur von der Menge, wollte weg von der Menge. Und da schossen sie mich nieder, eine Kugel. Die Kugel traf mich, mein Bein und noch jemand anderen. Und dann schossen sie in die Menge, mähten sie nieder, brachten die Leute um. Ich will nicht über die Polizei sprechen. Die haben meinen Sohn erschossen. Die haben ihn erschossen und ihn einfach so liegen lassen. Vorher habe ich denen noch getraut. Aber dann sah ich, wie schlimm die sind. Die Behörden in Swasiland schert das alles nicht. Das ist denen allen egal. Einige helfen uns, wie Swavisa. Die geben uns ein wenig Geld, damit wir unsere Kinder durchbringen. Aber Swavisa kann uns nicht mehr helfen, wenn denen keiner hilft. Wir kriegen vielleicht Probleme, weil das Parlament wohl bald ein Gesetz durchbringt zum Verbot von Organisationen, die gegen den Staat sind. Besonders, wenn sie für Menschenrechte kämpfen. Wer hier für Menschenrechte kämpft, ist immer gegen den Staat. Das ist ihre Auffassung von Recht und Gesetz. Deshalb musste Thulani vor kurzem sterben. Er wurde ermordet, weil er uns verteidigt hat, besonders die Opfer. Ja, Thulani war mein Anwalt. Meine auch. Jetzt, wo er tot ist, wer kämpft da für unsere Rechte? Weil ich alleine kann das nicht. Sonst werden die mich einbuchten und mich töten. Wir haben Angst zu sprechen. Ja, Angst. Wenn die wüssten, dass wir hier so offen reden. Die werden fragen, warum? Was sind das für Leute? Die würden uns umbringen. Diese Menschen leben in Angst. Die Monarchie kennt keine Opfer, nur Schuldige. Mein Sohn war ein guter Junge. Am 29. Juni haben sie ihn erschossen. Er hinterließ 2 Kinder. Ich wollte nur was zu essen holen und kriegte 3 Kugeln in die Beine. Ich wollte mein Kind abholen. Ich hörte einen Schuss, wurde an der Schulter getroffen und jetzt gehorcht mir mein Arm nicht mehr. Wegen meines Beins bin ich nun meinen Job los. Und das bisschen, was ich besaß. Sie haben ihn von hinten erschossen. 3 Kugeln in den Kopf. Orte, an denen man offen reden kann, gibt es kaum.
Der Prediger Melusi Matsenjwar besucht die Kirchen des Landes. Er hört den Menschen in Eswatini zu und stärkt ihr Bewusstsein als Bürger. Guten Tag zusammen. Ich habe den Eindruck, Menschenrechte sind für die Menschen in Eswatini in Swasiland ein echtes Rätsel. Vielen unter uns ist nicht klar, was Menschenrechte eigentlich sind. Eine Zeit lang gab es Missverständnisse, selbst innerhalb der Regierung. Doch das hat sich gebessert. Früher dachten die Leute, der Kampf für Menschenrechte sei sowas wie der Versuch, die Kontrolle über die Regierung zu erlangen. Oder sei Terrorismus. Aber das ist es nicht. Wer von den Anwesenden wurde nun über die verfassungsmäßigen Rechte in diesem Buch aufgeklärt? Keiner. Keiner meldet sich. Das heißt also zweierlei. Wir kennen unsere verfassungsmäßigen Rechte nicht. Und zweitens hat niemand sich darum geschert, sie uns zu vermitteln, damit wir sie kennen. Doch es ist die Sache der Regierung, für den Schutz eurer Rechte zu sorgen, für deren Anwendung und deren Förderung. Protect, fulfill, promote. Soweit ich weiß, steht doch am Ende der Verfassung ein Schwur. Ja. Ein Schwur, der lautet: Ich schwöre dem König, seinen Erben und all seinen Nachfahren Treue und Ergebenheit. Das heißt also, die Regierung hat keine Macht? Wie kann sie denn meine Rechte schützen und gleichzeitig diesen Treueeid leisten? Die Regierung hat keine Macht. Guter Einwand. Ich habe mir das auch gedacht, bei dem, ja. was der Pfaffe da gepredigt hat, dass es halt irgendwie, ja, halt jetzt nicht die aktuelle Realität dieses Staates abbildet. Vielen Dank, das stimmt. Gute Frage. In unserer Kultur gibt es eine Redewendung, die besagt, der König ist König dank des Volkes. Seid ihr da sicher? Ja. Da gibt es, glaube ich, noch eine Wortmeldung. Ich will nicht sagen, man soll den König abschaffen. Absolut nicht. Aber diejenigen auf dem Land, die unsere Lage am besten kennen und verstehen, sind die gewählten Vertreter im Parlament. Doch die landen, wenn sie unsere Forderungen ganz oben vorbringen, im Gefängnis. Wer spricht nun für uns? Sicher nicht die beiden Abgeordneten, die auf Befehl des Königs derzeit im Gefängnis sitzen. Wegen prodemokratischer Reformvorschläge drohen ihnen bis zu 20 Jahre Haft wegen Terrorismus. Redefreiheit herrscht in Eswatini, so scheint es, nur in der Kirche. Diese gilt nach wie vor als heilig und ihr Wort als geschützt. Und das ist interessant, finde ich. Ja, das ist ja tatsächlich auch Kirchenasyl. Ja. In so einem Fall, was man, gerade wenn man sich auch Monarchie und auch so unsere Vergangenheit in Deutschland anguckt, ja. Was ja auch ein Fakt war und was ja auch, das ist dann natürlich immer so eine Frage, weil es dann auch sehr staatlich durchdrungene Kirchen gibt, aber in dem Fall scheint das wohl noch so zu sein, dass dann eher die Freiheit der einzelnen Kirchen dann gewahrt wird. Ist ja auch ein extrem christlich-traditionell geprägtes Land, Eswatini. Ja, und dann gibt das halt, wenn es da dann zumindest so Restfreiräume gibt, ist das ja enorm wichtig. Man muss das ja dann auch immer, natürlich setzt man ganz andere Ansprüche an so ein Land, als an was wir jetzt hier haben, ne? Weil also es geht halt da ganz objektiv einfach darum, erstmal dann tatsächlich halt diesen König wegzubekommen. Und alles andere muss man dann gucken. Ja, ohne die Abschaffung der Monarchie ist da ja überhaupt nichts möglich. Das ist ja recht offensichtlich, dass dann alles, was wir irgendwie sich im Keim überhaupt regt. So. Aber das ist erstmal wichtig, überhaupt erstmal anzuerkennen und zu betonen, ne? Dass in so einer Situation steht das halt an erster Stelle. Ja, in der Wichtigkeit auf jeden Fall. Gab ja auch in der Vergangenheit in anderen Kämpfen gegen Monarchien dann auch oft so breite Volksbündnisse von rechts bis links im Prinzip gegen dann. Ja, das ist ja auch eher so eine, da sind wir ja wieder bei einer Klassenfrage, die es da dann einfach gibt. Also, soweit ich das jetzt weiß, hat sich jetzt nicht in einem vergleichbaren Maße in Eswatini irgendwie so eine nationale
Bourgeoisie gebildet, mhm, die in irgendeiner Art und Weise dann da jetzt besonders stark für ihre Klasseninteressen eintritt. Aber natürlich gibt es da auch, sagen wir mal, einen besser ausgebildeten Teil der Bevölkerung. Und sicherlich gibt es auch in einem ganz kleinen Umfang dissidente Kreise aus Unternehmern oder so, mhm, die ja, im Endeffekt die ganze Zeit hier in der Konkurrenz einfach weggebatzt werden vom König, weil der im Endeffekt da wüten kann, wie er will, und deswegen unzufrieden sind. Und da können natürlich dann auch solche Bündnisse entstehen. Wenn man sich das so anschaut, im Endeffekt gibt es ja den König und es gibt dann die Opposition. Mhm. So. Jesu Worte sind politisch. Wir können die frohe Botschaft Jesu Christi nicht von der Politik trennen. Ja, ich bin neutral, aber wir halten immer eher zu den Unterdrückten, eher zu den Armen. Neutral bedeutet eher unparteiisch. Vollkommen neutral sind wir nicht. Wo wir Ungerechtigkeiten sehen, wo wir sehen, dass man die Menschenrechte unterdrückt und mit Füßen tritt, prangen wir das weiterhin an, ohne Furcht. Das ist auf jeden Fall sehr stabil. Also sowohl diese Menschenrechtsorganisation, die dann ja aus den Kämpfen selbst entstanden ist und die ja, ja auch total unabhängig scheint. Also die einfach so, das ist ja im Prinzip dann die Basisorganisation, die aus diesen konkreten Massenkämpfen halt gegen den König halt entstanden sind. Als auch diese Kirchensache einfach total wichtig. Und auch so stramm halt da zu stehen und das so zu formulieren, das ist schon heftig. Immer wenn man dann halt so Reportagen sich anschaut oder sich mit Situationen beschäftigt, wo halt die Menschen noch auf einem ganz anderen Level halt unter Ausbeutung, Unterdrückung leiden müssen, finde ich es immer sehr beachtlich, wenn Leute das so straight praktizieren. Ja, das ist Maße an Repression, die man sich hier schwer vorstellen kann. Ja. Also gerade wenn es um so gezielte Ermordungen geht, die Leute dann einfach treffen können. Ja. Aber auch gerade die Worte, die er zum Ende gesagt hat, fand ich nochmal besonders gut, weil am Anfang dachte ich erst so, ich meine, wir haben jetzt nicht so viel von ihm gesehen, dass es ja auch in diese Richtung geht von eigentlich steht schon alles in unserer Verfassung drin, was wir brauchen und die Menschenrechte und man muss sich einfach nur drauf berufen. Das Problem ist, dass die Leute das ja nicht wissen. Das ist ja auch was immer mal wieder von liberaler Seite dann auch gefordert wird eigentlich. Wir haben doch hier weltweit diese Menschenrechte feststehen und eigentlich müssen wir die Leute nur darüber unterrichten und dann funktioniert das schon. Mhm. Ist ja ganz offensichtlich, dass das so in diesem Staat nicht klappt. Aber so wie er es jetzt zum Schluss nochmal gesagt hat, das finde ich auch gut, das eben so deutlich anzusprechen mit dem alles schön und gut mit der Religion, aber die Religion ist notwendig politisch, wenn wir uns wirklich an die Lehren halten wollen, die dort verlautbart werden. Mhm. Die Mehrheit der Menschen in Swasiland lebt auf dem Land und von der Landwirtschaft. Der wichtigste Rohstoff des Landes ist Zuckerrohr. Der König kontrolliert einen Großteil der Ernten über den Tibio, ursprünglich ein staatlicher Entwicklungshilfefonds für das Königreich. Faktisch ist der Monarch allerdings Hauptaktionär der Tibio-Gesellschaften und nutzt den Fonds zur Abzweigung von Geld und zur Finanzierung seines Lebensstils. Right. Ich sehe, das Blatt ist blass. Das heißt, es fehlt an Nährstoffen. Es fehlt an Dünger. Das kann man vielleicht auch direkt mal dazu sagen, wenn es jetzt um die Opposition noch geht, weil was wir jetzt gesehen haben, ist einmal Kirche, ist einmal Menschenrechtsorganisation. Mhm. Tatsächlich ist es aber auch so, dass die Opposition an sich extrem sozialistisch geprägt ist. Ah, okay. Also die größte Oppositionskraft im Land, wo mir jetzt aber leider der Name entfallen ist, die ist demokratisch-sozialistisch. Mhm. Es gibt dann auch noch eine kommunistische Partei von Eswatini, die dann eben marxistisch-leninistisch ausgerichtet ist. Und auch die Economic Freedom Fighters sind in Eswatini tätig. Mhm. Die kennt man vielleicht aus Südafrika. Ja. Genau, das waren die
für so eine radikale Landreform einstanden, teilweise auch in so eine anti-weiße Richtung reinging und da auch teilweise sehr fragwürdige politische Einstellungen hatten. Aber auf jeden Fall so eine der radikalsten Kräfte waren für oder sind für Landreform in Südafrika und auch so ein... Besetzung und Enteignung, ne? Genau, auch sehr, auch dann viel Proteste auf dem Land und so. Und die tatsächlich auch ein chinesisches Modell bevorzugen. Also die sagen, dass die zwar sich auch selber als sozialistisch bezeichnen, ja, aber auch in so eine, würde ich sagen, in so ein sozialdemokratisches Modell reingehen und eben sagen, ich habe mir mal ein Interview mit dem Vorsitzenden der Partei angehört, von BBC Africa, kann ich auch empfehlen, findet man auch auf Spotify. Und der sagt eben, dass es stimmt, der Sozialismus erfolgreich wurde in keinem afrikanischen Land bis jetzt erreicht, aber in China. China, so wie es jetzt ist, ist erfolgreicher Sozialismus. Aber das vielleicht als auch so ein Überblick, dass man eben das auch sieht, dass die Opposition tatsächlich sehr, sehr sozialistisch geprägt ist. Ist ja jetzt interessant, ob die noch dazu kommen oder ob die das tatsächlich einfach rauslassen. Das wäre. Weil deswegen dachte ich nämlich mal, merke ich das auch an, gerade auch wenn wir jetzt über die Bauern sprechen, weil es eben so landwirtschaftlich geprägt ist. Es gibt auch, glaube ich, noch andere Bereiche aus dem primären Sektor, dass auch Rohstoffabbau betrieben wird, aber sonst halt sehr landwirtschaftlich geprägt. Und das macht ja auch das aus, warum auch sowas wie die Economic Freedom Fighters beispielsweise recht hohen Zuspruch haben. Leider kann ich mir noch nicht mal diesen Dünger leisten. Die Banken meinen, sie könnten uns kein Geld geben, um das Land zu bestellen, weil uns das Land gar nicht gehört. Aber das ist unser Land. Das Problem ist, TBO hat als staatliche Organisation des Königs alle Dokumente zu diesem Land beschlagnahmt. Und TBO konnte das ganze Land auf sich eintragen, auf seinen Namen. Okay, die sind einfach komplett Leibeigene, so wie man es halt echt noch so von so ganz frühen Monarchien kennt, ne? Ja, halt in so einer modernisierten Form. Ja. Aber von diesem Verhältnis, das muss man sich halt wirklich mal vor Augen führen, dass es in dem Land halt einfach abgefuckt, wenn man sich das anschaut. Das hat halt wirklich, wirklich so dieses Verhältnis von wie wir das aus so dem europäischen Feudalismus kennen, von diesen wirklich diesen absoluten Einkommensunterschieden. Weil das ist ja die Sache, wenn wir uns so absolute Monarchien, was gibt es dann sonst noch für Beispiele? Das wären halt die Golfmonarchien. So, das wären die Vereinigten Arabischen Emirate, auch wenn man das da nicht immer anwendet, weil es da eben nochmal diese Wahlmonarchie unter den Emiraten dann gibt. Und dann noch sowas wie Großbritannien und. Ja, aber das ist ja keine absolute Monarchie, das ist eine konstitutionelle. Ja, genau, das wäre jetzt ja nochmal was anderes. Klar. Aber diese absoluten Monarchien, wo man sich dann auch fragt, irgendwie, boah, wie kann das heutzutage noch Bestand haben? Bei den Golfmonarchien hast du ja eine wirklich eine heftige Alimentierung der Bürger des Staates. Die kriegen ja wirklich ein sehr, sehr gutes Gehalt, sehr gute Sozialleistungen und gute Perspektiven im staatlichen Sektor. Wirklich in einem unfassbaren Verhältnis auch zu sonst. Die haben ja häufig dann so einen Lebensstandard wie in Luxemburg oder so. Und das ist halt einfach nicht vergleichbar mit dem, was man dann in Eswatini hat. Da ist eben dieser Unterschied gigantisch und deswegen sind die Leute auch nicht da befriedigt. Deswegen gibt es da auch, also hat natürlich auch noch andere Faktoren, deswegen gibt es aber da auch diese viel krasseren Proteste dagegen. Und das ist halt wirklich, wenn man sich anschaut, wie dieser Typ lebt, also hat wirklich ein sehr, sehr hohes jährliches Haushaltsbudget, lebt diesen, wie man eigentlich sich das so mit dem klischeehaften Diktator dann immer vorstellt, mit einer Sportwagenkollektion, Besitztümern im Ausland, ich glaube einer wirklich millionenschweren Uhrenkollektion oder so, was ich noch damals da gelesen habe. Und darüber hinaus macht er halt auch wirklich, wie wirklich so diese schrecklichen Beschreibungen damals, als es dann diese Schreckensbilder immer von bürgerlichen Revolutionären gab, was die Aristokratie alles Furchtbares gemacht hat. Sowas hast du da halt wirklich. Also ich weiß noch, dass ich da auch gelesen habe, dass auch Frauen entführt wurden, um zu seinen Frauen gemacht zu werden, zu seinen Ehefrauen. Also es hat auch was tatsächlich damit zu tun, dass es stark ritualisiert
mit diesem ganzen Königstum in Eswatini. Also da gibt es so ganz besondere, sehr viel Feste, wo er dann irgendwie auftreten muss. Mhm. Und beispielsweise die ersten zwei Frauen, die er heiratet, haben dann nur eine rituelle Funktion und können nicht seinen Nachfolger gebären. Und die Söhne davon und die Töchter machen dann irgendwie andere Sachen. Also ist alles so total stark auch in die Kultur eingebunden. Und er muss wohl auch eine Frau aus jedem Stamm heiraten, so, oder aus jedem Clan irgendwie, um die Verbindungen in alle Landesteile zu wahren. Aber es sind halt wirklich, wenn man sich das durchliest, was dieser Typ da macht, er wütet halt wirklich mit seiner Familie in dem Land, wie es ihm beliebt, und der Rest lebt halt wirklich in absoluter Armut. Das und die Sache ist ja auch, was ich auch so krass dabei finde, Eswatini, man kriegt das so wenig mit. Ja, total. Das liegt natürlich auch daran, dass die ja, generell das Afrika. Land aktiv. Aber also ja, das natürlich, ist auch so ein Afrika-Phänomen, dieses so, ja, da sind halt diese ganzen komischen Sachen mit schwierigen Lebensverhältnissen und die Leute sterben an Hunger und Menschenrechtsverletzungen und das ist ja noch normal da. Aber es ist an. So, ne? So ist ja die. Aber es grenzt Sichtweise an einer der Regionalmächte Afrikas überhaupt, einem der meist, wahrscheinlich sage ich jetzt mal einfach, einem der meistbesuchten Länder der Welt mit Südafrika. Ja. So, und wirklich viele Leute fahren auch dahin, um sich diese Berglandschaften anzugucken, weil es ist ja auch ein wunderschönes Land. Aber dadurch, dass das Internet komplett abgeschnitten wird, Journalismus, ja, so sagen wir mal, wirklich so gut wie gar nicht existiert. Ich weiß nur, dass ich mir auch die Eswatini News Channels und so dann mal angeguckt habe, um mir mal so diese Königsrituale und so dann anzuschauen, mhm, damals. Aber du findest halt auch super wenig dazu. Mhm. Tibio kann uns nun jederzeit von unserem Land vertreiben. Deshalb kämpfen wir hier. Das ist die reine Gier. Die reißen sich fast unser ganzes Land unter den Nagel. Das ist pure Gier. Das ist nicht hinnehmbar. Aber die haben das Sagen. Wir können nichts tun. 60% des Landes von Eswatini gehören angeblich ohnehin schon dem König. Und doch kommt es immer öfter zu Vertreibungen. Vor allem von den ertragreichsten Ländereien, wo sie Zuckerrohr anbauen. Wie in der Region Vuvuzela. Die 302 Pflanzer hier haben gerade alle das gleiche Schreiben erhalten. Dies ist ein Schreiben vom obersten Gerichtshof von Eswatini. Eine gerichtliche Anordnung. Wir dürfen dieses Land nicht länger bestellen. Die verbieten uns jegliche weitere Nutzung des Landes. Aber von diesem Land haben wir gelebt und unsere Kinder ernährt. Wir leben hier noch immer wie Flüchtlinge. Keiner hört uns an, noch nicht mal die, die angeblich einen Anspruch auf unser Land haben. Immer. Wenn wir versuchen, mit ihnen zu verhandeln, sagen sie, das Anrecht auf unser Land habe der König für seine Leute. Aber wenn wir eine Audienz beim König wollen, wird das verhindert. Wir müssen das Interview nun abbrechen. Wieso? Hier ist für meinen Geschmack zu viel Verkehr. Die Polizei könnte auftauchen und das beenden. Die haben was gegen diesen Ort. Wir sind Verdächtige. Die könnten auftauchen und unser Interview hier stören. Dann kriegen die schon raus, worüber wir hier sprechen. Das hier ist eine andere Welt, sage ich euch. Das ist wirklich so eine krasse Dokumentation einfach. Also, weil unter den Bedingungen halt solche, also die haben ja wirklich krasse Aufnahmen. Und also von so jetzt zum Beispiel diese Situation, die sie da eingefangen bekommen haben, mit denen, dass sie dann halt mitbekommen haben, dass sie ihr eigenes Land nicht mehr bestellen dürfen und so und da halt darüber gerade beratschlagen. Das ist ja eine unfassbar krasse Situation für die Leute. Und dass sie das halt zulassen, dass man das halt dokumentiert und dass sie sich da so äußern,
So, wir wissen, das ist ja immer die Sache, wir wissen, die Wahrscheinlichkeit ist schon recht hoch, dass halt nach der Aufstellung von dieser Dokumentation diese Leute halt irgendwie noch viel größere Probleme bekommen, ne? Und ja, ich finde es auch einfach, du siehst es halt in jedem Gesicht so krass. In jedem Gesicht in dieser Dokumentation siehst du einfach die Unterdrückung so eingeschrieben. Das ist so absurd. Aber ich glaube, auch in so einer Situation bist du vielleicht dann auch einfach dazu bereit zu sagen, so, die nehmen uns jetzt alles und wenigstens schaffen wir es vielleicht so, dass das nach außen dringt. Selbst wenn das jetzt, selbst wenn die Leute wahrscheinlich auch wissen, nur sie selber können sich da befreien, aber dass überhaupt dieser Aufruhr, dieser Widerstand sichtbar wird. Ja, und halt auch, wie der eine Bauer das auch meinte, wo er meinte, dass ihnen halt nichts anderes bleibt, als zu kämpfen. Also was sollen die halt machen? So, die können ja jetzt einfach nur verhungern, wenn sie halt ihr Land nicht mehr bestellen können. So, deswegen, das ist ja einfach nur eine totale Verzweiflung und ein reiner Überlebenskampf. So. Kannst du noch was dazu sagen? Mit der Abschottung nach außen? Also ich meine, offensichtlich ist die Abschottung, sag ich mal, schon mal auf einem anderen Level als zum Beispiel Nordkorea oder so, weil sonst würde diese Doku gar nicht existieren. So, die haben ja offensichtlich keinen Bewacher dabei. Also die können sich ja, also entweder die haben sich, das kann ich mir nicht vorstellen, dieser arte Report hat jemand sich so ins Land reingeschmuggelt und ist da irgendwie so im Untergrund aktiv, um die Leute zu interviewen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also die werden ja offiziell dann eine Drehgenehmigung haben, da rumzufahren. Die haben keinen Bewacher, was ja schon ein Hinweis darauf ist, dass es vielleicht nicht so eine gleiche Abschottung hat wie jetzt zum Beispiel Nordkorea. Und natürlich auch die Frage des Tourismus. Also wenn der Tourismus so ein großer Punkt ist, wo du auch sagst, dass halt viele, die in Südafrika unterwegs sind, dann halt auch nach Eswatini reisen, dann muss es ja eine größere Offenheit nach außen geben und wahrscheinlich ist auch der Tourismus einer der zentralen Punkte, wie dieses Land überlebt, neben der Landwirtschaft. Ja, im Endeffekt ist es das eigentlich. Also das kann ich auch empfehlen, wenn man sich gerade mal so ein Land anschaut. Es gibt recht gut im Internet auch immer Möglichkeiten, so bei Imageboards oder Reddit oder wo auch immer, dann einfach mal nachzufragen, gibt es irgendwelche Leute, die hier da leben, schreibt doch mal, wie die Lebensverhältnisse da sind. Da hatte ich nämlich auch dann eben was von Leuten gelesen. Viel waren dann primär Leute aus Südafrika, die dann ehemals in Eswatini groß geworden sind oder die dann aus Südafrika dahin fahren. Und das ist schon recht offen in dem Sinne, dass du dann, einer hat beispielsweise geschrieben, dass er regelmäßig die Ferien dann da verbracht hat oder dann irgendwo da in der Hauptstadt dann einen Job hatte, wo er gearbeitet hat. Also es ist schon möglich, da rein und raus zu kommen und es ist, wie gesagt, auch möglich, das Land zu besuchen. Teilweise profitiert es auch ökonomisch stark davon. Und es ist, glaube ich, jetzt nicht vergleichbar mit Eritrea, was ja sehr, sehr stark abgeschottet ist und wo auch diese interne Disziplinierung des Staates eben über Partei und Militär noch viel höher sind. Bei Eswatini sind auch, glaube ich, einfach nicht die Ressourcen vergleichsweise da und die Militarisierung nicht so da, wie das jetzt bei Eritrea der Fall ist, sodass das da zwar extrem gewaltvoll abläuft und es einen großen Repressionsapparat gibt und eine wahrscheinlich sogar noch höhere Machtkonzentration auf Eswatini, aber dass eben das nicht so stringent durchsetzt ist und auch nicht so stringent nach außen abgeschottet. Es muss ja unfassbare Fluchtbewegungen nach Südafrika geben. Also, wie groß die Migration ist. Wenn man sich halt relativ frei noch bewegen kann in dem Sinne und das halt nicht so abgeschottet ist, dann ist es ja auch, dass es halt von der Möglichkeit halt heraus zu fliehen auch nochmal einfacher. Als wenn du halt auch so einen Apparat nach außen gebaut hast, der geht ja auch nach innen dann immer, ne? An sich auf jeden Fall schon Überlegung, ne? Also ich weiß, das ist tatsächlich was, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob Südafrika die Grenze offen hält oder auch die Grenze zumacht. Kann ja auch sein, dass die eben da einfach eine migrationsfeindliche Haltung gegenüber Eswatini haben. Vielleicht wird es ja auch noch angesprochen in der Doku. Das wissen wir nicht. Ja,
Schauen wir mal weiter. Mandla Lachwako weiß genau, wovon er spricht. Wegen seiner Kritik wurde nach ihm gefahndet. Er musste aus Eswatini fliehen und lebt seither im Exil. Lange war er der Direktor einer Zuckerfirma des Königs und dessen wirtschaftlicher Berater. Das ist einfach so ein Ding bei uns, wenn wir Reactions machen. Wir führen halt immer so Sachen aus und dann klicke ich auf Weiter und genau dann wird es ausgeführt. Wobei man jetzt natürlich sagen muss, dass es der, was war es jetzt, der Direktor der staatlichen Zuckerfirma, oder einer staatlichen Zuckerfirma. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt die breite Bevölkerung. Absolut. Naja, das absolut. Muss man immer bei sowas. Klar, der war ja dann Teil der herrschenden Klasse und der hat natürlich immer die Möglichkeit, irgendwie da rauszukommen. Auch wenn es wahrscheinlich für ihn auch ein großes Risiko ist und die Wahrscheinlichkeit, dass er halt irgendwie im Ausland von irgendwelchen Leuten auch verfolgt wird oder abgeknallt wird, ist ja auch dann sehr stark gegeben, ne? Das muss man auch dazu sagen. Daher kennt er Tibio in- und auswendig. Tibio war, wie gesagt, ursprünglich als Anlage von Swasiland zur Förderung des Swazi-Volkes gedacht. Aber im Grunde ist das heute sowas wie eine schwarze Kasse für die Geschäfte des Königs. Das ist wie eine Blackbox. Da kann keiner Fragen zum Geld stellen. Noch nicht mal das Parlament. Der König hat die absolute Macht. Er steht über dem Parlament, über der Justiz, ist über jeden Zweifel erhaben. Bei einer solchen Machtfülle entbehren sämtliche Fragen nach dem, was er sich alles so aneignet, wie beim Tibio, jeglicher Grundlage. Nach unseren Schätzungen beansprucht der König, grob gesagt, 10% des Staatshaushalts für sich. Wir reden hier über 130 Millionen Dollar, die er jährlich dem Staatshaushalt entnimmt. Zusammen mit seinen Regierungsbezügen und seinen Privatgeschäften kontrolliert der König fast 60% der Wirtschaft. Wir haben sein Gebaren öffentlich verurteilt, seinen Lebensstil. Und auch den immensen Reichtum, den er den Armen stiehlt. Er zeigt keinerlei Mitgefühl oder Sorge für die Bedürfnisse seines Volkes. Er führt sich auf, als seien das sein Land und seine Untertanen. Er hält Swasiland für sein persönliches Erbe. Das Volk ist ihm völlig egal. Er sieht es als sowas wie seine Diener. Für ihn sind das alles seine persönlichen Diener. An diesem Tag versammelt der Souverän seine Untertanen zu einer traditionellen Zeremonie zur Stärkung der Verbundenheit von König und Volk. Aus diesen uralten Traditionen bezieht Mswati III. Seine Macht. Und so regiert er nun schon seit 38 Jahren. Was zur Hölle, ey? Der sieht doch gar nicht so alt aus. 38 Jahre. Das ist generell extrem lang. Und der sieht halt, also dann muss der ja halt echt richtig jung gewesen sein, wo der in die Macht gekommen ist. Ja, also ich meine auch, ich bin mir tatsächlich jetzt nicht ganz sicher, ob es Mswati der Dritte oder Mswati der Zweite war. Als ich mich die Monarchie eingelesen habe, einer von den beiden war aber auf jeden Fall, glaube ich, mit ein paar Monaten souverän geworden. Also, ja, ist halt, ne, wenn er der, ich weiß nicht mehr, es gibt ein ganz komplexes System, wer dann wie ausgewählt wird, von welcher Frau als der Sohn. Weil tatsächlich ist es auch so, dass der Mutter des Königs immens viel rituelle Bedeutung und auch Macht zukommt. Also die haben auch so einen Sondertitel dann, weil hat ja dann zahllose Frauen gehabt, der König, und die Mutterkönigin im Endeffekt dann auch eine sehr besondere Rolle, weswegen die Auswahl der Frau dann auch sehr bedeutend ist. Aber ich finde daran, wie die das auch nochmal ansprechen mit diesen uralten Traditionen, merkt man dann auch gut, wie wichtig das dafür ist. Und wie sie es jetzt gesagt haben, dass er daraus seine Macht bezieht. Ich denke mal, das muss man sich auch bei so einem Staat immer vorstellen. Natürlich gibt es da, wenn du denn eine tatsächliche Befragung der Bevölkerung machen würdest, wirst du wahrscheinlich sehr, sehr schnell rausbekommen, dass ein immens großer Teil der Bevölkerung sehr unzufrieden damit ist.
Aber was natürlich trotzdem diese Machtausstrahlung davon ist, ist, wir sind die, die sich in diesen ganzen künstlichen Staaten gebilden nach der Kolonialzeit, die so stark von den ehemaligen Kolonialmächten beeinflusst wurden und von außen uns diese wirklich jahrhundertealten Traditionen bewahrt haben und immer noch nach diesem traditionellen System von Clans und König und so weiter handeln. Und daraus kannst du natürlich eine sehr stolze nationale Identität dann schaffen und die dann gleichzeitig mit eben deiner Königsherrschaft verbinden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich jetzt gerade nochmal diese Fresse dann gesehen habe, nach allem, was wir jetzt nur in dieser Doku halt gesehen haben, ich habe so unfassbaren Hass einfach nur verspürt, als ich ihn halt gesehen habe, wie er da langstolziert ist. Ich hab den halt den Typen noch nie davor gesehen, ne, so. Aber diese Doku, alleine, was da halt gezeigt wurde, reicht halt aus, um mir halt jede Todsünde, die man sich halt vorstellen kann, für diesen Menschen zu wünschen, wirklich. Das ist so krass, oder? Die Marulla-Zeremonie ist jedes Jahr Anfang März. Dort feiern sie die Ernte der Marulla-Früchte. Zehntausende Frauen reisen aus dem ganzen Land zum Chlani-Palast. Von früh bis spät erscheinen sie mit Opfergaben vor der Königsmutter. Sie füllen nicht nur die königlichen Kornkammern. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, Boah, das ist krass. Schade, dass sie das nicht noch sagen. Die hat auch noch irgendwie so einen anderen, irgendwie so einen anderen coolen Titel mit irgendeinem Tier. Irgendwie so Adlerkönigin oder so. Wie das aussieht, ey. Die hat halt noch was sehr Traditionelles, ne? Ja. Sehr Feudales. Wow. Elefantenkönigin. Die Frauen schaffen auch hunderte Fässer mit selbstgebrautem Marulla-Bier herbei. Die säuft sich erstmal rein nach der Zeremonie, die hunderten Fässer Bier da. Gehört ja alles im Königshaus. Zwei Tage lang lässt das Fest die schreienden Ungerechtigkeiten im Land vergessen. Es wird gesungen und getanzt. Sie feiern die Traditionen und die Kultur. Auch gut 100 Kilometer weiter, an einer der Unis des Landes, wird gesungen und getanzt. Jedoch aus anderem Grund. Hier geht es um den Sturz der herrschenden Ordnung. Vorwärts für eine demokratische Republik, vorwärts. Vorwärts für eine demokratische Republik Swasiland, vorwärts. Nieder mit dem autokratischen Regime. Nieder. Viel Kraft. Geile Versammlung. Ja, wenn man die Power mal in linke Gruppen in Deutschland reinbekommt. Vielen Dank, Genossen. Warum muss man die Begeisterung der Studierenden wieder wecken, heute für ihre Rechte zu kämpfen? Eine demokratische Gesellschaft oder eine Mehrparteiendemokratie können ohne Bildung nicht funktionieren. Man hat uns in einer Tradition, einer Kultur der Unterwerfung erzogen, unter die Monarchie und dem König, mit dem Ziel, uns in dieser Geisteshaltung zu halten, damit wir all das nicht in Frage stellen. Eine produktive und fortschrittliche Gesellschaft, Genossen, kann es mit einem König an der Spitze aber niemals geben, unter keinen Umständen. Lasst uns dieses Regime ohne Kompromisse stürzen. Das sind dann ja wohl die sozialistischen Kreise, ganz offensichtlich. Seit den Aufständen von 2021 ist dem Monarchen bewusst, das Zentrum der Proteste gegen sein Königreich sind die Universitäten. Als Reaktion streicht er ihnen ständig das Geld. Mit der Kraft der Verzweiflung akzeptieren die Studierenden alle Risiken. Wie mit diesen Parolen, auf die 20 Jahre Gefängnis stehen.
Wie es jetzt weitergeht? Wir halten schon Hauptversammlungen ab, organisieren schon alle möglichen politischen Treffen, bringen uns ein, hier und da. Aber wozu das alles? Weil der Kampf für die akademische Freiheit härter geführt werden muss, genauso wie der Kampf um die Demokratie. Und das noch heute. Wir können nicht länger warten. Denn das Leid wird immer schlimmer. Es geht um unser Überleben. Darüber sollten wir doch diskutieren. Unsere Eltern müssen einsehen, dass wir keine Chaoten sind. Die haben sich an das System angepasst und sich gut damit arrangiert. Aber sie müssen verstehen, damit ist es nun vorbei. Unsere Generation sieht die Vorteile der Demokratie. Die wollen wir auch. Wir kämpfen gegen die Diktatur des Monarchen, die Diktatur der Minderheit. Wir kämpfen für eine Diktatur der Mehrheit. Wir wollen als Arbeiter regieren, als Mehrheit, im Namen des Volkes. Wir sind nicht gewalttätig, aber bei den heutigen Zuständen hierzulande gilt, töten oder getötet werden. Das Regime hat dem Volk von Swasiland den Krieg erklärt. Da kann man nicht ruhig sitzen bleiben. Entweder man kämpft oder man wird getötet. Während der Monarch seinen autoritären Einfluss auf das Königreich verstärkt und immer noch mehr Reichtümer zusammenrafft, wird die Kluft zwischen ihm und dem Volk immer tiefer. Ohne Aussicht auf Besserung, ohne Dialog. Es war auch jetzt nochmal zum Ende richtig stark. Ganz, ganz stark. Also auch wie das geschnitten wurde mit dem Gesang im Hintergrund, mit den Parolen zwischendrin. Mit dem T-Shirt der Parole auch. Ja. Also die letzte Generation, die unterdrückt wird. So, boah. Ich finde, das ist halt wirklich, das muss man mal jetzt auch so ein. Wir meckern ja auch viel bei so Dokumentationen. Ich meine, Art hat häufig hohe Qualität, ne? Aber das ist halt wirklich so eine Doku auch aus so einer linken und jetzt vor allem natürlich nochmal einer antimonarchistischen Perspektive richtig schön, wie den Leuten, so dem Volk von Eswatini damit auch so diese Würde gegeben wurde. Ja, und die Stimme. So, ja. Wirklich, wo die Leute ja sonst nur Scheiße von diesem König abbekommen, wie wirklich die Leute in so würdevoll wie möglich trotz ihrer absoluten Entrechtung gezeigt wurden und vor allem auch dieser widerständige Geist. Das ist wirklich einfach richtig, richtig gelungen. Ja, ich muss auch sagen, also es war am Anfang schon sehr hart. Ja, die ersten 5 Minuten. Aber ich fand auch, dass es, das hat einen so richtig reingeholt. Also es war halt einfach so ein richtiger Schock, ne? Also es war halt wirklich so, du gehst halt aus deinem Alltag in so ein Ding rein und die Doku ballert dich halt erstmal so komplett raus und sagt halt so, guck dir da, also ne, die hat das halt einfach direkt geschafft, dass du das halt so gefühlt hast, dass du das so erlebt hast, diese Unterdrückung so. Und das ist halt, das so zu visualisieren, das war halt krass. Und dann halt, finde ich halt das sehr gut auch, dann halt so geschafft, jetzt halt zum Ende auch so eine Hoffnung halt dann da darin zu sehen und dann halt auch zu sehen, so diese, ja, wie du es auch schon aufgemacht hast, diese Würde und diese, ich finde das einfach immer beeindruckend und dann auch für alle Sozialisten auf der Welt, wenn man das halt sieht, auch motivierend, weil man dann halt sieht, so unter was für unfassbaren Bedingungen da halt Genossinnen wirklich ihr Leben riskieren und voller Taten dran kämpfen. Und das finde ich immer sehr, sehr motivierend für unseren Kampf auch hier. Ja, eigentlich so, wie wir es damals auch schon in der Monarchismus-Folge gesagt haben, in dem Sinne auch nur alles Gute an das Volk von Eswatini. Absolut. Ne? Und halt mir genauso, wie du schreibst. Ich hoffe auch wirklich, dass das auch solche Sachen sind, die man dann auch den Leuten vorhalten kann, die jetzt so diesen Trend widerfahren von Monarchie. Mhm. Weil es ja wirklich so online, das finde ich ja wirklich befremdlich. Wir hatten uns ja auch in unserer Monarchismus-Folge angeschaut, was für Verbände gibt es eigentlich noch, die wirklich im monarchistischen Sinne agieren. Aber was wir da nämlich damals rausgelassen hatten, ist dieser riesige Turn auch gerade noch mal vor ein paar Monaten, den es so online gibt, mit ganz, ganz vielen wieder jungen Rechten, die eben Monarchie als Idee für sich entdecken und da dann eben in so einer ultrareaktionären Art und Weise dafür argumentieren. Da muss man doch dann auch wirklich sagen, hier in diesem Beispiel
kann man einmal vieles von dem jetzt im Aktuellen sehen, was auch unsere eigene Vergangenheit mit Feudalismus war, wie das für die Leute vor Ort war und das jetzt auch mal nicht einfach nur aus den Erzählungen hören, sondern von den Leuten. Und man kann auch sehen, was es bedeutet, eben eine absolute Monarchie jetzt im 21. Jahrhundert. Natürlich wird das je nach Land und je nach ökonomischer Lage anders aussehen, aber das ist im Endeffekt, wenn man sich das wünscht, wenn man das wirklich für eine gute Idee hält, dass es einen absoluten Monarchen gibt mit diesen ausgeweiteten Vetorechten und der Kontrolle von der Wirtschaft, dann sieht man ja, wozu das führt. Absolut, ja. Ich fürchte nur leider, dass es auch gerade diese Leute nicht erreicht. Ja, denen geht es ja auch nicht darum, die finden das einfach nur irgendwie edgy. Unkritische Romantiker und edgy, ja. Aber ja, das ist für mich auch wirklich fassungslos, dass gerade in Anbetracht, dass es dann halt noch diese absoluten Monarchien gibt, wo man diese Zustände beobachten kann. Und für mich hat das Ganze jetzt auch nochmal das anzuschauen, auch finde ich so einen guten Bogen nochmal geschlagen zu unserer ursprünglichen Beschäftigung mit der Monarchie, wo wir ja auch eher weniger uns um absolute aktuelle Monarchien gedreht haben, weil es nun mal auch sehr wenige gibt und die allermeisten Menschen eben in diesen parlamentarischen, repräsentativen Monarchien halt leben und das dann einfach für die meisten Menschen, das halt die relevanteste Betrachtungsform ist, weil das halt am dominantesten noch ist auf der Welt. Aber deswegen war das jetzt halt nochmal sehr, für mich sehr eindrücklich, auch weil ich selber jetzt zu Eswatini so fast gar nichts wusste, das nochmal diesen Bogen zu schlagen. Deswegen hört euch auf jeden Fall auch nochmal unsere Folge zur Monarchie an, die, wie ich denke, auch wirklich gut gelungen ist. Ja, auch schön durchmischt. Das war ja eine von unseren diesen dualen Folgen, dass wir auch wirklich dann nochmal mit einer britischen Genossin über die Situation in Großbritannien sprechen, aber auch davor eben recht spannend. Ja, also sehr gelungen. Ich glaube, es ist noch ein Satz hier. Ich lasse immer noch einen laufen, wenn man ein bisschen zu früh stoppt. Swatini, das frühere Swasiland, ist die letzte absolute Monarchie Afrikas. Wie lange noch? Ja, hoffentlich nicht mehr allzu lange. Wie lange noch ist auch so ein guter, wächst richtig die Sehnsucht in der Stimme. Wie lange noch? Warte wieder auf das Alter der Massen. Ja. Ja, so viel kann ich auf jeden Fall schon sagen. Aus einer anderen Perspektive für eine kommende Folge beschäftige ich mich gerade auch wieder mit einer absoluten Monarchie. Diesmal aber mit einer auf einem anderen Kontinent. Ja, Nightmare, das stimmt natürlich. Das ist ja immer was, was sowohl an Diktaturen als auch an der absoluten Monarchie interessant sind, dass die Leute eben natürlich darauf hoffen, dass es eine vernünftige Elite gibt, die sich dann eben mit dieser Entscheidungsfindung unter sich befasst oder dann ein König und seine Berater dann eben die Entscheidungsfindung treffen, weil man dann eben so ein Bild davon hat, so wie das gerade funktioniert, ist das unübersichtlich und da kommt dann nichts bei rum, weil die Leute sich zu sehr streiten, auf nichts kann sich geeinigt werden. Das war ja auch was Hitler damals auch schon als Kritik am Parlamentarismus vorgetragen hat. Und was ja bis heute eigentlich auch von vielen Leuten so oder ähnlich rezipiert wird. Aber ich glaube, und das war ja auch was wir in der Folge besprochen haben, und wie gesagt, das ist vielleicht auch nochmal zum Punkt, den ich gerade drin schon gemacht habe, es ist auch die ganze Ästhetik davon. Es hat einfach, also muss nicht sein, ne? Es gibt auch Länder, die, sagen wir mal, eine sehr reichhaltige und auch schön anzusehende demokratische Ästhetik in den Ritualen und so haben. Aber gerade Monarchien haben ja wirklich das über Jahrhunderte perfektioniert mit diesen Ritualen. Es hat ja auch dieses uralt Gewachsene und das gibt der Macht einfach sehr viel Würde. Es ist ja wirklich so eine, wie man sagen kann, eine verzauberte Macht, die man da sieht. Und das macht natürlich einfach den Leuten sehr viel Eindruck. Das ist ja genauso, warum viele Leute das orthodoxe Christentum oder das katholische Christentum anziehend finden, weil du dann wirklich diese Idee hast. Ist ja auch eine wirklich faszinierende Idee zu sagen, ich führe die Rituale genauso aus, wie Leute das vor
1500, 1600 Jahren schon genauso gemacht haben. Ich singe die gleichen Lieder, ich wohne den gleichen Krönungszeremonien bei. Und das ist was, was Leute einfach beeindruckend abholt. An und für sich ja, aber es ist natürlich schon ein sehr großer Unterschied zu vor 1000 Jahren oder so, weil jetzt ist es halt auch für alle möglich, das so grundsätzlich zu hinterfragen und halt auch, und die Leute wissen ja auch, okay, auf der ganzen Welt existieren halt so und so andere Systeme und so weiter. Und früher, die Monarchien, das war ja dann oft halt auch verbunden mit diesem von Gott gegeben und Gottkönig und all das. Also dieses totale, dass es halt auch für die Menschen gar nicht vorstellbar war, für viele, dass es halt was anderes geben kann. Und das ist halt ja ein total fundamentaler Unterschied zu der Situation jetzt, weil alle Leute, die in Eswatini wohnen, wissen halt, dass es was anderes geben kann. Und die absolute Mehrheit will das auch so. Es hab halt nur noch daran, dass es halt nicht so einfach ist, das so loszuwerden. Nein, ja, natürlich, aber darum... Aber trotzdem... Darum ja. ging es mir gar nicht, sondern es ging mir tatsächlich gar nicht so sehr um die Leute, die in diesen Monarchien leben. Da gibt es das natürlich auch als Phänomen, sondern von außen ist das ja so. Und ja, dieser Charme davon, ja. Genau, und ich würde auch sagen, dass das ja auch das ist, was dann konstitutionelle Monarchien so sehr ausmacht. Dass die Leute eben einfach die Übernahme dieser Rituale und das Schmücken mit dieser verzauberten Macht für den eigentlich demokratischen Staat beibehalten wollen, weil er einfach für die nationale Identität ganz viel gibt und nach außen eben noch eine viel stärkere Verwurzelung mit der eigenen Geschichte dann darstellen soll. Und ich glaube, das ist schon was, was sehr viele Leute charmant finden. Also wie gesagt, ich meine ja auch, also auch bei orthodoxen und katholischem Christentum, ich finde auch diese Ideen spannend, wenn man sagt, das sind Rituale, die sind so und so lange schon überliefert, die greifen auf das zurück. Das sind natürlich einfach Gedanken, die einem selber der eigenen Identität dann auch schmeicheln, wenn man sich damit identifiziert. Und gleichzeitig ist das auch eine Teilerklärung, wo das einem dann greiflich gemacht wird, dass auch dann so wie bei diesem Königreich Deutschland, was dann halt teilweise eher grotesk wirkt, deren Zeremonien, aber dann halt trotzdem auch für Leute halt eine Faszination ausüben können. Ja. Also jetzt von außen, wenn man halt die Videos von sie, dann denkt man sich halt, yo, irgendwie total, ja, total kitschig, kitsch so einfach. Und so. Ja, genau. Aber trotzdem, die probieren ja mal so einen eigenen Mythos zu schaffen, so eine eigene Kultur rund um und diese eigenen Rituale, genau wie du sagst, Madrigal, mit dem das Rituale verbinden. Und deswegen, das kann man vielleicht jetzt auch da so, dann auch so ein bisschen mitnehmen aus so einer Beschäftigung damit, auch für eine anarchistische Bewegung, um halt vielleicht auch nochmal einen Punkt herauszugreifen, der denn für uns wichtig sein kann, dass Rituale auch für uns halt eine Relevanz haben sollten, natürlich auf einem ganz anderen Level, sag ich mal. Aber ja, das so wir zusammen singen und bestimmte kulturelle Praktiken, die man halt dann auch innerhalb von Versammlungen und von Demonstrationen und all das praktiziert, das ist auch total wichtig, also für jede Weltanschauung und für jedes Kollektiv an Menschen, ne? Und da, ja. Ja, ein gemeinsamer Mythos. Mythos, eine große geeinte Erzählung zu schaffen. Das ist halt gerade bei uns etwas, auch im Vergleich zu der politischen Rechten, was halt sehr, worauf sehr wenig Wert gelegt wird. Vielleicht noch von manchen kommunistischen Gruppen gibt es das, aber im Anarchismus ist das leider sehr, sehr schwach. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem, dass die meisten Leute auch nicht diese Balance finden zwischen einer Verbindung zur Vergangenheit hinzubekommen, wo es dann eben der eigenen geeinten Identität nützt und eben auch so einem kompletten Verlieren da drin. Weil es gibt natürlich auch Leute, die dann sich nur mit der Vergangenheit der revolutionären Bewegung beschäftigen und die sich dann ganz da drin verlieren und die dann auch keinen Anschluss zum Aktuellen mehr haben. Das darf es natürlich auch nicht sein, sondern es muss eine gelebte Tradition sein. Mhm. Es muss eine gelebte Tradition sein, die uns auch im Jetzt Würde und Kraft dann eben für einen weiteren Kampf gibt. Und dann ist es auch wirklich eine tragfähige Kultur. So, da geht es jetzt nicht darum, dass wir einfach uns nur in der Vergangenheit verlieren. Absolut.
ist ja auch immer wieder ein zentraler Punkt, über den wir auch sprechen. Genau. Ja, Nightmare, performative Festigung der Mythen, das ist richtig gesagt. Was ich noch sagen wollte zu Platon, was du auch geschrieben hast, das finde ich ganz witzig, weil es ist ja sowas, was man vielleicht mal gehört hat, dass Platon eigentlich auch in der Politeia, der Staat, berühmte Buch, keine Demokratie fordert, sondern sich eine Herrschaft der Philosophenkönige wünscht. Und ich finde, es gibt eine unfassbar amüsante Passage auch in dem Buch drin, wo Platon nämlich diese unterschiedlichen, also es ist ja eigentlich die ganze Zeit das so, auch die unterschiedlichen Regierungsformen durchgearbeitet werden, warum Demokratie nicht taugt, warum Oligarchie nicht taugt, etc., so, warum am Ende der Philosophenkönig herrschen sollte. Und was ich sehr gut finde, ist, es gibt dann irgendwie diesen Part, wo es war dann, glaube ich, dass Sokrates und Glaukon irgendwie auf einer Straße rumlaufen und dann kommt denen ein Esel entgegen und dann beschreibt er halt, wie dieser Esel den beiden nicht aus dem Weg geht und sie dann eben von der Straße abgedrängt werden und diesen Esel passieren lassen müssen, naja, der sie dann auch noch so irgendwie so herablassend anguckt und dann stellt sich am Ende heraus, dass dieser Esel aus dem demokratischen Gebiet da lang gelaufen ist. Und man schreibt ja eben lang, dass nicht mal die Tiere aus den demokratischen Gebieten mehr irgendwie die Würde vor anderen Menschen kennen und komplett asoziale Arschlöcher werden. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, lass uns doch auch den Reaction-Part damit abschließen. Wir können jetzt hier gleich noch eine Runde offene Fragerunde machen, wenn ihr Bock habt. Und dann beenden wir schon mal für den Clip, für YouTube und Spotify. Macht's gut, Glück auf.